Welcome back to another German food review, and it's Beck's time. Beck's Gold from Bremen, Germany, 4.9% of alcohol. Yeah, fancy bottle. Gold. Everything is gold. Yeah, the beer is gold. The label is gold. And the bottle is white. It's maybe not the best bottle for beer, but yeah, I'm not a beer expert. 4.9% of alcohol. Ingredients, yeah, always the same. Don't drink and drive, and if you're pregnant, you shouldn't drink at all. Alcohol, of course. And the best before date. Yeah, but it's a nice bottle. Maybe not the best beer bottle, but it looks nice. Yeah, you can see the product. Okay, let me open this. Okay. Let me sniff it. Okay, smells like pils. Yeah, it's a light pils or so. As I said, I'm not a beer expert, but let's listen to the Beck's Gold sound. Okay, yeah, you already know how it looks. Looks the same. Not a lot of foam, that's good. Let me sniff it. Yeah, very light. I like such a beer, yeah. You don't need to drink very bitter beer all the time. Yeah, sometimes it's just better to drink a very smooth beer just to drink beer. Okay, let me taste it. Yeah. It's a new age beer, I would say. It's not bitter at all, no bitterness. And you can drink a lot of the stuff. Yeah, that stuff, whatever. I like this. It looks good. It tastes okay. It's good. Yeah. It's not really something special, but you don't want something special. Yeah, I don't want a heavy beer. Yeah, I want this, yeah, just a beer that I can drink, or more than one beer, let's say five. And you can drink five of them easily. Yeah, don't expect a full flavored beer. That's not the case here. But yeah, that's not the goal. Yeah, the goal is just a mainstream beer that looks good. Okay, very smooth. Thanks for watching. I will continue in German. Oh no, I forgot something, the rating. It's a thumbs up, of course. It's very expensive, as it's expensive for what it is. It's over 80 cents, I think 82 or so. Yeah, but it's okay, it's good. Okay, now I will continue in German. Heute gibt es hier Beck's Gold. Und ja, erstmal sieht es schön aus. Die Flasche ist wahrscheinlich nicht die beste Flasche für Bier. Aber das Label sieht schön aus. Und so ist halt ein Modeprodukt, würde ich mal sagen. Bremen, Deutschland. 4,9% Alkohol. Und das ist so ein Bier, was jeder trinken kann, ja. Es ist kein richtiger, harter Biergeschmack. Das will man ja auch gar nicht erreichen. Das ist ja auch gar nicht das Ziel von diesem Bier, ja. Sondern es soll einfach nur ein leichtes, ganz leichtes Bier sein, was gut aussieht und man einfach hintereinander wegtrinken kann. Und ja, das ist erreicht worden, auf jeden Fall. Guckt euch das an, lasst uns doch mal anhören. Ja, kennt ihr Beck's Gold? Trinkt ihr das? Oder seid ihr Bierliebhaber, die sagen, wie kann man sowas trinken? Ich trinke das ab und zu mal ganz gerne. Es muss nicht immer ein hartes Bier sein, nicht hart, sondern ja, schweres Bier, was irgendwie, wovon man nur eine Flasche trinken kann und dann fühlt man sich voll, nicht alkoholmäßig, aber irgendwie schwer. Ich koste mal.
Ja, und das kann man einfach in sich reinschütten. Es schmeckt ein bisschen nach Bier. Es hat keinen richtig dollen Biergeschmack. Ist nicht bitter. Ja, ja, Frauen mögen das vielleicht. Mögt ihr Frauen das? Ja, ich mag's. Ist nur ein bisschen teuer. Über 80 Cent. Ja, dafür kriegt man hier ein Lightbier. Aber ist schon okay. Sieht gut aus. Die Flasche sieht gut aus und es schmeckt okay. Ja, als Rating gibt es einen. Oh, davon kriege ich immer Schluck auf. Daumen nach oben. Beck's Gold. Ja, ist okay. Aber ihr dürft hier nicht irgendwie einen speziellen Biergeschmack erwarten. Das ist einfach nur ein Lightbier. Ja. Und so solltet ihr es auch behandeln. Ja, man kann es einfach trinken. Ist schön. Gefällt mir. Super. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.